Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Voiceover für euch und zwar die Misk Reliant jetzt im Shipshape. Der Patch 2.5 ist direkt um die Ecke, das wird nicht mehr lange dauern, dann ist der live und mit ihm dann auch die Reliant, die ist dann nämlich endlich flight ready. David Hobbs hat sie damals als Concept Artist entwickelt und hat es als ein Schiff mit einer Besonderheit entwickelt, denn es geht hier darum, dass nicht nur menschliche Technologie, sondern vor allem Xian-Technologie das erste Mal auch wirklich von einem menschlichen Hersteller eingebaut wird und deshalb ist sie ein ganz, ganz besonderes Schiff. Man kennt die Kartual, das ist bereits der Scout von den Xian, der im Spiel schon ist und die Reliant ist sozusagen jetzt das menschliche Pendant dazu. Die hat einen sehr, sehr interessanten Aufbau. Das bedeutet alleine dadurch, dass sie zwei verschiedene Flugmodi hat, wird sie schon etwas Besonderes darstellen. Und was jetzt gerade auch der Designer erzählt, ist, dass es ganz interessant ist, dass die Reliant auf jeden Fall, wenn sie im Flugmodus ist, das heißt aufgestellt, dann hat sie eben Retro-Thruster vorne dran verbunden sozusagen. Die sind natürlich dann voll funktionsfähig, wenn sie eben aufgeklappt ist. Aber wenn sie das nicht ist, dann verschwinden diese Retro-Thruster eben dort im Rumpf. Und dafür haben sie sich extra ausgedacht, gibt es eben dann Schubauslässe, die vorne an den Flügeln angebracht sind. Das sind so kleine schwarze Klappen, die dort aufgehen und dort wird dann der Schub ausgeleitet, sodass man das Schiff trotzdem fliegen kann. Weiterhin geht es eben darum, dass die Reliant an sich ein komplett globales Projekt ist. Das heißt, sie wurde von vielen verschiedenen Artists, Animation Artists und auch Physics Designer, wie jetzt zum Beispiel hier, entwickelt, damit sie eben auch viele verschiedene Ansprüche erfüllen kann. Gerade was die Texturen und die Animation angeht, waren UK und auch Foundry 42 in Germany waren beteiligt. Das bedeutet, dieses Schiff ist tatsächlich ein Werk von weltweiten Zusammenschlüssen von Designern hier und sie hatten alle großen Spaß daran, dadurch, gerade deshalb, weil dieses kleine Schiff eben eine Besonderheit darstellt. Dabei wird es übrigens so sein, auch zumindest am Anfang, dass im horizontalen Flugmodus tatsächlich nur der Precision-Mode verfügbar ist. Das heißt, sie haben extra es so gemacht, dass es eben keine nicht zu großen Fehlern kommen kann. Das bedeutet, man hebt erstmal sicher von der Landeplattform ab, wechselt dann mit der Taste N, was die neue Tastaturbelegung ja eben hergibt, vom Landemodus in den Flugmodus und erst dort entfaltet dann die Reliant ihr volles Potenzial, das heißt, sie stellt sich auf und kann dementsprechend endlich auf Vollspeed beschleunigen. Aktuell wird es noch nicht möglich sein, dass man, während man in diesem Manövermodus ist, das heißt aufgestellt, dass man dann aus dem Sitz aufsteht, denn das Cockpit von der Reliant ist sehr, sehr klein und aktuell gibt es eben nur die Möglichkeit, dann aufzustehen, wenn man sich im horizontalen Flugmodus befindet. Matt Sherman, der Designer, sagt dabei, dass es sein kann, dass sie das auch verbessern und verändern in der Zukunft, dass es halt auch andere Modi gibt oder dass die Reliant auch im horizontalen Flugmodus eben die volle Geschwindigkeit erreichen kann. Das ist aber jetzt noch nicht klar. Aktuell wird es so sein, dass man eben zurückwechseln muss in diesen horizontalen Modus, damit man das Cockpit verlassen kann. Außerdem wird eben gesagt, dass die Reliant erstmal in ihrer Basisvariante flugfertig wird. Das bedeutet, wir werden tatsächlich diese Modi unterscheiden müssen und dann wird irgendwann auch die Mechanik etwas erweitert werden können. Und in jedem Fall freuen sich die Designer sehr auf das Schiff, sind sehr, sehr gespannt, wie wir Becker das finden und wie wir es testen. Sie hatten großen Spaß bei der Entwicklung und den wünschen sie uns auch beim Testen. In diesem Sinne, see you on the flight deck. Sawyer out. Hope you guys like it as much as we loved making it.